Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird jetzt ein bisschen ein Testvideo. Ihr seid quasi meine Versuchsperson. Und zwar fahre ich gerade kurz bei Scheißwetter, arschkalt, straßendreckig, mit dem Sena-Headset und mit dem Sena-Mikrofon. Und wir müssen mal irgendwie rausfinden, ob das vom Ton her passt, ob es nicht passt, ob ich es dann nur in den Dual-Vlogs benutze. Müssen wir mal irgendwie schauen, wie es einem gefällt. Ansonsten findet hier irgendwie gleich, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, also von so einem, der hier auch fährt irgendwie, keine Ahnung, also so Fahrrad ist es, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall macht er hier irgendwie so ein Abo-Treffen. Also Abo-Treffen, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie viele da jetzt kommen oder was auch immer da passiert. Aber da fahren wir jetzt gleich mal hin. Ich hatte das irgendwie nur in der Story irgendwo gesehen oder so, hier bei mir im Dorf. Instagram hat ja auch neuerdings irgendwelche Ort-Stories, dass das irgendwie stattfinden soll. Ich dachte mir, ich crashe das irgendwie mal ein bisschen. Ja. Ich kann jetzt nicht ganz hoch drehen, weil Maschine nicht warm, aber achtet mal ein bisschen auf den Sound, ob das irgendwie passt, ob das nicht passt, ob es besser war, ob besser ist, schlechter ist als vorher. Ich kann das gerade noch sehr schwer einschätzen, weil ich das, wie gesagt, auch noch nicht bei Fahrt gehört habe. An sich ist es ja schon echt gut zum Kommunizieren. Ist halt die Frage, wie viel Motorsound flöten geht. Ich glaube, ich habe auch diese Noise Control aktiviert, also dass er noch mehr Umgebungsgeräusche rausfiltert. Deswegen, wir gucken einfach mal, wie sich das verhält. Schreibt mir am liebsten auch immer jetzt schon mal in die Kommentare irgendwelche Situationen, wenn ich zum Beispiel hochdrehe oder so, da passt es nicht. Ich höre das natürlich auch selber dann, wenn ich zu Hause bin und das Video schneide. Aber ich dachte, ich beziehe euch da mal ein bisschen ein, weil ihr müsst euch die ganze Kacke ja auch anhören hier, was ich laber. Ja, wir fahren hier noch eine kleine Runde einfach durchs Örtchen bei mir. Es ist arschkalt, ich kann nicht wirklich hier was machen. Ich glaube, es sind 1 Grad oder so. Ich hoffe, die sind nicht gleich weg. Wir müssen da gleich zum Bahnhof hin. Ich hoffe einfach mal, die sind nicht weg gleich. Irgendwie hier wird auf einmal eine riesen Schule bei uns gebaut. Ich introduce euch jetzt mal hier ein bisschen in mein Ort. Ich komme ja nicht aus Hamburg. Irgendwie eine riesen Privatschule oder sowas wird da gebaut. Richtig krass. Auf die Fresse. Ich hatte so eine richtig alte Betonschule. Oh, hier ist eine Fahrschule. Die musste ich einmal kurz überholen. Ja, wir fahren jetzt hier noch eine kleine Runde. Wo war ich gerade? Achso, ich war nur in so einer alten Beton-Asbest-Grundschule gefühlt. Ich habe mir die vor ein paar Monaten mal angeguckt, ey. Alter Schwede, das ist ein Bunker gewesen. Man glaubt das gar nicht, was damals noch so erlaubt war. Irgendwie so richtig krass. Aber irgendwie habe ich sie trotzdem geliebt. Ja, wir biegen jetzt mal hier schön rechts ab, dann geht's wieder Richtung Bahnhof bei mir. Wie ist das, wenn ich stehe vom Ton? Ist das irgendwie geiler? Ich habe das Visier auch offen. Ich mache das Visier mal einmal zu. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie viel rauschiger oder sowas oder lauter. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie man das sagen soll. Aber ich glaube, so im Stand sollte es auf jeden Fall gehen. Während der Fahrt habe ich noch ein bisschen Angst vor Windgeräuschen, wobei die eigentlich ganz gut weggedämmt werden sollen. Müssen wir mal gucken. Oh, ist das kalt, meine Füße frieren ab. Von meinem Bike, sonst geht das immer so auf 6 Striche oder sowas. Oder, naja, so 7 Striche, glaube ich. Und jetzt wird es einfach gar nicht richtig warm, weil es hier einfach vom Fahrtwind irgendwie so kritisch ist. Oh, die Oma hat sich die Ohren zugehalten. Dabei fahre ich doch sogar mit dB-Killer. Beziehungsweise mit einem halben dB-Killer, weil einer ist ja immer noch nicht drin. Das Video habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich krieg den einfach nicht rein. Ich habe es gerade eben auch schon wieder probiert in der Garage. Es geht nicht. Dieses Gewinde. Ich glaube, ich musste einfach ein neues Gewinde bohren oder so. Richtiger Abfuck. Ich hoffe, so ein bisschen hier durch den Ort ballern befriedigt euch auch ein wenig. Kommen ja relativ wenig Motovlogs von allen Leuten momentan, weil halt Winter und ich glaube, es hat keiner so viel vorproduziert. So, wir biegen mal jetzt hier ab. Und gucken mal, ob die da sind. Dann crashen wir das ein bisschen. Ich hatte, der eine hat mir noch geschrieben, wann das irgendwie war, weil ich doch mal nachgefragt hatte. Aber ich habe ihn nicht mehr geantwortet. Wahrscheinlich denkt er jetzt gerade, oh, der Spasti kommt eh nicht. Vielleicht sind da ja irgendwie so 5 Leute. Achso, ich fahre mit Visier offen gerade. Nur um es wieder zu testen, wie die Geräusche sind. Fahr mich bitte nicht um. Dankeschön. Es fühlt sich so komisch an, wieder gerade Kurven zu fahren, weil ich
echt schon wieder lange nicht Motorrad gefahren bin. Also vom Gefühl her nicht. Bei mir macht das ja schon so, nach 3 Tagen nicht Motorrad fahren, denke ich schon, ich kann kein Motorrad mehr fahren. Ja, also hier ist der wunderschöne Ort, hier wird viel gebaut, wie ihr seht. Guck mal, da sind sie, ich hab sie geprankt. Aber sie wussten, dass ich komme. Moment, ich stell mal kurz ab. Es geht! Moin! 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 Irgendwie, ich hab das in der Story bei gelesen. Ja, ich hab das da gelesen. Und irgendeinem hatte ich noch geschrieben, ich weiß nicht mit wem. War das, ich wusste nicht mal, wann das war. Ich muss auch kurz meinen Hammer setzen. Ja, witzig! Ja, ich fahre in die Richtung weiter. Ich fahre, glaube ich, wieder nach Hause, mir ist arschkalt. Ah, so. Okay, Leute. Haut rein. So, das war's. Sie fahren noch hinter mir her und ziehen Wheelies. Ja, das war witzig. Das waren ja voll viele, ey. Voll krass. Die haben wir auf jeden Fall, die kommen ja alle aus meinem Dorf hier gefühlt. Und die haben mir alle halt geschrieben, so können wir uns mal treffen, wir wohnen doch auch im gleichen Ort. Und so, ja, jetzt haben wir es endlich geschafft, Leute. Also wenn ihr das hier seht, hat mich gefreut. Im Sommer machen wir nochmal ein richtiges Abo-Treffen. Dann wird das auch richtig krass. Ich hoffe, wie gesagt, die Audioaufnahmen sind in Ordnung. Geil. Oh, ich liebe Hunde, die einfach ohne Leine laufen und nichts machen. Richtig geil, sowas möchte ich später auch haben. Und ja, wir checken mal die Audioqualität. Ich würde mal sagen, wenn sie nicht ganz perfekt ist, dann probiere ich das noch alles zu fixen. Ansonsten lade ich das hier auf jeden Fall hoch, aber darum erzähle ich euch das eigentlich, weil dann seht ihr es ja sowieso erst. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Boys. Ciao. Natürlich die Girls auch. Ciao.